Moinsen, Pamarillos. Mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Kurz vorneweg, ich hatte ja im letzten Video bei der Zirkelrunde gesagt, dass ich so eine YouTube-Gruppe aufgemacht habe, wo einige Leute rein können, um ja über VBT und Reaction-Videos zu quatschen und sowas. Die Gruppe war schon am ersten Tag leider voll oder am zweiten, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, allerdings ist es nicht so viel. Ich schlag vor, kommt doch einfach auf meinen Discord-Channel, findet ihr unten in der Beschreibung, wenn ihr da drauf mögt. Und ansonsten verbleiben wir einfach mit Discord und ja, YouTube-Kommentare. Also wenn ihr Vorschläge habt oder so, dann schreibt das mal in die Kommentare. Ich habe vor, vielleicht nach dem VBT oder so, so ein Battle of the Week quasi zu machen, dass ich mir jede Woche so ein Battle reinziehe, was ihr mir vorschlagt und was ich mir vielleicht selber noch angucken kann. Voraussetzung ist natürlich, das Battle gibt es noch, also es in alle Runden sind komplett hochgeladen. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. So. In diesem Video geht es um Bernd ohne Namen gegen Ahlmann. Da bin ich ja mal gespannt auf das Battle. Das ist eines der Battles, wo ich mich nicht so krass drauf gefreut habe, aber ich bin dennoch gespannt, was da so abgehen wird. Wir fangen mit Bernd ohne Namen an und hören dann die Rückrunde von Ahlmann und dann andersrum. Ihr wisst Bescheid. Also. Es ist laut. Was los, Digga, Ahlmann? Sag an, wieso rappst du unter Harndrang, Ahlmann? Hä? Du nennst es total krank, ich nenne es zum Fremdschämen, du stehst nicht in der Booth. Was geht mit Bernd, Alter? Was hat der da für Reimtechnik drauf? Was los, Digga, Ahlmann? Sag an, wieso rappst du unter Harndrang, Ahlmann? Hä? Du nennst es total krank, ich nenne es zum Fremdschämen, du stehst nicht in der Booth. Nein, du liegst in einem Presswehen, weil du dein Du liegst in den Presswehen, weil er immer so rumschreit? Wenn du einen dummen Scheiß schreist, merkt keiner, dass du immer nur dieselbe Runde einreichst und keinen Schimmer hast von Lines zu Stimmeinsatz. Du bist der wahre Grund für die eine da, die immer lacht, denn wie du Was geht denn mit dem Video ab, Alter? What the fuck? Beat by Meth. Okay, das ist ein sehr schönes Standbild. Ich mach nochmal ein bisschen zurück. Wenn du einen dummen Scheiß schreist, merkt keiner, dass du immer nur dieselbe Runde einreichst und Aber das stimmt so, irgendwie, der reicht irgendwie wirklich dieselbe Runde immer ein. Kein Schimmer hast von Lines, nur Stimmeinsatz. Du bist der wahre Grund für die eine da, die immer lacht. Ich finde das Loch in seinem Ohr natürlich sehr appetitlich. What the fuck? Denn wie du laberst, ist de facto ein Witz. Wenn du im Laden so sprichst, kriegst du eine Flasche Pommes Fritz. Sag mal, findest du das krass? Das klingt nicht cool, du Spaß. Du rappst wie Goofy lacht, du kannst gerne dein... Du rappst wie Goofy lacht. Ne, wie lacht er? Ja doch, der lacht ja nicht so. Ah, ja. Ich weiß es. Deine niedlichen Zeilen aggressiv kicken, jede meiner Lines wie Dynamit fischen. Finishing Move, du fischiger Dude, glaubst du kannst kontern, aber... Ey, komm raus aus deinem Rattenloch, bitch, mach keine Faxen. Ah, das ist Blacktro, Alter, Blacktro in der Hook. Meiner Lines wie Dynamit fischen. Yeah! Finishing Move, du fischiger Dude, glaubst du kannst kontern, aber... Okay. Ey, komm raus aus deinem Rattenloch. Bitch, mach keine Faxenfotze. Selbst in der frischen Theke wird der Aal vom Lachs gemobbt. Von wegen Strippenzieher, du chillst in der Pizzeria. Ahlmann, du bist scheiße, ich fick Nutten, so wie Richard Gere. Yeah. Immer so Vergleiche, Alter, mit irgendwelchen Personen, die niemand kennt, Alter. Keine Ahnung, ob die niemand kennt oder ob ich einfach nur zu wenig Fernsehen gucke für die ganze Scheiße. Aber er erwähnt immer irgendwelche Personen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Für dich ist Schluss hier, du Freak. Du machst mehr so, als wärst du eine russische Ziege. Und du willst ficken mit deinem Girlfriend reiben. Geht ab so wie die Turtles, Nutzer. Ich zeig die Quadratur des Kreises, du die Idiotie des Rap. Und dein immer gleiches Videokonzept ist halt leider nicht krass, wobei das eigentlich passt. Weil du zwar tausend Gesichter, aber kein eigenes hast. Japp, als Ahlmann fehlt dir zudem auch noch der Willen. Siehst du eine Kamera, sagst du, hören sie auf mich zu filmen. Die Leine ist auch gut, haben sie auch mich zu filmen. Wie dieser Typ da, wo war das? War das nicht in Chemnitz auch? Dieser eine dicke Typ, der irgendwie bei der Polizei war, ich weiß nicht mehr genau. Dabei kann man als Ahlmann schon die Scheiße heftig rocken. Steppe in die Cypher mit Sandalen und weißen Tennissocken. Muss ich Gangster sein, weil ich sonst nicht kapiere, wieso... Ich hätte nur weißen Socken gesagt. Weil das reimt sich dann besser, als wenn er dann Tennissocken sagt. Du nicht am Corner hängst, sondern der Corner an dir. Und auch beim Rest sieht man, dass du richtig hart drauf bist. Denn das sind keine Star, das sind Autisten. Sie wie reiben, das Teilnehmerfeld ausmisst. Mal wieder, du bist so ein Esel, nenn dich... Irgendwie hat der ganz andere Reimtechnik drauf diesmal. Oder meine ich das nur? Irgendwie, weiß ich nicht, das kennt man gar nicht so von Bernd.
Oder kennt man das von Bernd und ich weiß es einfach nicht? Schreibt es in die Kommentare. Alia, abgestürzt, ich hart drauf bist, denn das sind keine Star, das sind Autisten. Sie wie reiben, das Teilnehmerfeld ausmisst. Mal wieder, du bist so ein Esel, nenn dich Alia. Abgestürzt, zweite Wahl, kleiner Fisch, kleiner Aal. Du bist, was du isst und was du isst, ist jedem scheißegal. Ey, komm raus aus deinem Rattenloch, Bitch, mach keine Faxenfotze. Selbst in der frischen Theke wird der Aal vom Lachs gemobbt. Von wegen Strippenzieher, du chillst in der Pizzeria. Aalmann, du bist scheiße, ich fick Nutten, so wie Richard Gere. Yeah, für dich ist Schluss hier, du Freak. Du machst mehr so, als wärst du eine russische Ziege. Und du willst ficken mit deinem Girlfriend reiben. Geht ab so wie die Turtles, Nutte. Das Video fand ich recht cool. War zwar jetzt so ein bisschen schauspielermäßig, also so ist, die Szenen sollten so ein bisschen auf den Text anspielen. Hätte man vielleicht noch irgendwie ein bisschen besser machen können. An sich war das Video ganz lustig anzugucken, aber man hätte dann doch ein bisschen mehr auf den Text noch eingehen können, finde ich. Ja. Die Runde fand ich irgendwie ganz angenehm zu hören. War jetzt nicht so viele Punchlines drin, wo ich dachte, okay, die zerreißen ihn völlig. Aber ich weiß auch nicht, was. Also alles, was man gegen Aalmann sagen sollte, hat er eigentlich gesagt. Von daher finde ich das eigentlich eine recht solide Runde gewesen. Black Draw Hook natürlich wieder vom Feinsten. Da bin ich mal gespannt, wie der Aalmann das kontert. Mit Team vs. Band und Namen featuring Sinny. Okay. Was ist los, Digga? Bernd, hast du das Schreiben verlernt? Aalmann, Harndrang. Sag mal, meinst du das ernst? Und irgendwas mit Pressfehl. Ich frag mich, wen kümmert das? Ey, ich lass mir nichts erzählen von so einem Bernd ohne Stimme im Satz. Und jetzt frontest du im Ernst, dass jede Runde ein Banger ist. Du machst Kabarett für Kinder und das Ganze ohne Messages. Ach, lass den Opa reden, lange macht er das ja nicht mehr. Und deshalb fragt auch keiner, ob das achtelwürdig ist. Ja. Dir fehlt ne Flasche mit Witz, du kriegst meinen Schwanz ins Genick. Denn deine Lines sind altbacken und das passt. Ja. Dir fehlt eine Flasche mit Witz, du kriegst einen Schwanz ins Genick. So, das, er kritisiert halt auch so diese Lines, die er gerade eben gesagt hat, mit der, mit den Presswehen und sowas, Aalmann, Harndrang, aber rappt dann halt genau sowas. Das fände ich halt nicht so geil. Zum Gesicht, der Lustopfer von Reiben kommt mit Lines wie Dynamit. Doch das Lundenfeucht nicht brennen ist das, was er übersieht. Ich hätte echt. Ich hab so schwarze Socken, Alter. Was da los? Ich gedacht, dass du mehr Entertainer bist. Ich rap wie Goofy, lach, du rappst wie jeder, wenn er spricht. Ja. Du denkst, du kannst kontern, naja, guck mal, was ich meine. Du fickst meine Freundin, ich hab keine. Du warst da. Okay, das war lustig. Damals für die Kiddy seine weise Gestalt. Doch langsam wirst du für die Scheiße zu alt. Mittlerweile bringst du keine Lines mehr, die knallen. Aber dafür sind sie geil wie ein Ball. Die Leistungen bisweilen Zeichen deines Verfalls. Nur ein leiser Schrei nach Beileid und Halt. Aber Zuneigung gibt's nicht einmal bei Teamreimen. Ist wahrscheinlich auch besser für die Kniescheiben. Du warst früher mal in Ordnung, doch wirst immer mehr zu reiben. Bernd, das Brot im Zirkel wäre die Quadratur des Kreises. Mein Gesicht dich zu zeigen, das sieht im Selbsterhaltungstrieb. Ich könnte es einfach nie betreten, ohne Reiben an meinem Glied. So ist's okay, nur wenn sich dafür keiner findet, wäre das blöd, doch. Ist schwer, alles zuzuhören, Alter. What the fuck? Rot im Zirkel wäre die Quadratur des Kreises. Mein Gesicht dich zu zeigen, das sieht im Selbsterhaltungstrieb. Ich könnte es einfach nie betreten, ohne Reiben an meinem Glied. So ist's okay, nur wenn sich dafür keiner findet, wäre das blöd, doch würde ich sagen: Mach mein Video, dann machst du das auch. Ja, wenn doch machst du das auch. Bascheller Rap, dann verkantet sein Gebiss. Und Elektro unterstrich, dass er langweiliger ist. Das ist das Achtelfinale und ich schäme mich trotzdem fremd. Ich nenne mich gerne Alia, wenn du dich Bobo Blocksberg nennst. Fach ruhig einmal noch auf lustig, doch du gehst hier nachgebückt raus. Mein Rap geht in die Fresse, deiner Clipkrustik am Krückstock. Ich weiß nicht, Alter, der Text ist irgendwie, ich höre da zu und da bleibt aber nichts hängen irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du so rap, also allein wie er das halt rappt, ist schon so anstrengend und natürlich dann noch die Lines ist jetzt nichts, wo du denkst, oh Alter, krass gefickt. Das Video ist irgendwie, soll ja wohl das gleiche sein wie von Bernd, ist ja offensichtlich. Allerdings ist es halt irgendwie drin gedreht und kameratechnisch war das von Bernd dann schon ein bisschen besser. Es hatte auch mehr Licht und sowas. Würde auch. Weiß nicht, finde ich jetzt auch nicht so krass lustig hier. Mal tippen, was die Aktualität betrifft. Dein Backenzahn der dritten, wie du dich gibst in deinem Alter, wirkt schon angestrengt und komisch. Und dein Joke, dass du nicht weißt, wie es geht, ist lang nicht mehr ironisch. Lol. Zeit ist faulig und ich würde auch mal tippen, was die Aktualität betrifft. Dein Backenzahn der dritten, wie du dich gibst in deinem Alter, wirkt.
wirkt schon angestrengt und komisch. Und dein Joke, dass du nicht weißt, wie's geht, ist lang nicht mehr ironisch. Get the fuck out. Du warst damals für die Kiddies eine weise Gestalt. Doch langsam wirst du für die Scheiße zu alt, ey. Cindy Hooks finde ich eigentlich immer ganz geil, weil er halt immer so doppelte Spuren, also meistens eine dunkle und eine helle. Das klingt immer recht fresh bei ihm, muss ich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall. Ey, mittlerweile bringst du keine Lines mehr, die knallen, aber dafür sind sie geil wie ein Ball, ey. Ist wirklich geil wie ein Ball. Ey, Leistungen bisweilen Zeichen deines Zerfalls. Nur ein leiser Schrei nach Beileid und Halt. Aber Zuneigung gibt's nicht einmal bei Teamreimen. Ist wahrscheinlich auch besser für die Kniescheiben. Die letzte Szene war lustig. Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht. Also ich glaube, von Bernd hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Aber ich bin auch kein Allmann-Fan irgendwie. Also ich fand, Bernd hat schon ganz coole Runden gemacht. Ich finde, die beiden fronten sich gegenseitig mit den Dingen, die total offensichtlich sind, ne? Also die meisten Leute sagen einfach über Bernd, dass er alt ist, und die meisten Leute sagen über Allmann, dass er halt immer diesen selben Scheiß macht und rumschreit. Ja, genau das haben wir jetzt in diesem Battle ja auch wieder vorgefunden. Deswegen, ich würde es, glaube ich, eher an Bernd gehen, also nach der Runde hier eher an Bernd geben, weil ich Bernd eigentlich einfach mehr mag als Allmann. Ich fand's cool, dass natürlich hier Team Malle mit im Video ist. Das gibt natürlich einen Plusbonus. Plusbonuspunkt von meiner Seite aus. Aber ich würde es, glaube ich, hier trotzdem an Bernd geben irgendwie. Weiß nicht. Ich höre mir mal die andere Seite an. Jetzt bin ich mal auf die Beats gespannt. Das ist schon wieder so ein ekelhafter Abfuck-Beat, der einfach nur nervt. Ich wollte ernsthaft nichts machen, trotzdem guck ich, wer es ist. Alter Bernd ohne Namen, okay, den Huni nehme ich. Ist das Romantik? Oder ist das ein anderer Chinese? Joke, Level Brian, was will der Bauer hier von mir? Als die Mauer fiel, da war der Vier. Von Polen geklaut. Du bist eigentlich kein Thema, trotzdem hab ich recherchiert. Du machst mir einen auf Leger, dabei bist du stationiert. Joke, Götter Bernd, wie lange lernt. Muss man auf den Text hören, Alter. What the fuck? Wer ist denn das hier? Es sieht aus wie Romantik. Oder ist es diese andere? Ich wollte ernsthaft nichts machen, trotzdem guck ich, wer es ist. Alter Bernd ohne Namen, okay, den Huni nehme ich mit. Joke, Level Brian, was will der Bauer hier von mir? Als die Mauer fiel, da war der Vier. Von Polen geklaut. Du bist eigentlich kein Thema, trotzdem hab ich recherchiert. Du machst mir einen auf Leger, dabei bist du stationiert. Joke, Götter Bernd, wie lange lernst du jetzt inzwischen? 20 Jahre Germanistik, um dann Ärsche abzuwischen. Ich schwör, ich wollte connecten, doch ich krieg ne Sorgenfalten. Ich meinte, schreib auf Telegram, ihr schickt mir Morsezeichen. Jeder hat gehört, du rappst die Black Drohne Style. Doch du hattest Glück und die Fetz auch keine Zeit, deinem Auftritt nach zu urteilen brauchst. Doch du hattest Glück und die Fetz auch keine Zeit. Ja, ja, der Blacktro hat ja trotzdem was eingereicht, ne? So ist es ja nicht. Und es war eigentlich noch ziemlich fresh von Blacktro, muss ich sagen. Du Opa, bald in Rollstuhl, kommst den Tagisch auf den Beats und machst das scheinbar auch mit Stolz. Du hältst die Fahne hoch für Stehwartwitz und glaubst, ein Style, der kommt cool. Wärst gern wie Tony L, doch bist der Hausmeister der Oldschool, ja. Ich meine, hör dich, Flo, und du. Er rappt halt schon wieder nur darüber, dass er alt ist. Bist du alt, du würdest Curtis blown. Heute stehst du hier mit dem klugen Kopf durch Tupac-Songs. Auch in der Midlife-Crisis zwischen Blumentopf und Julians Block. Oh, lass die Ärzte von mir grüßen, denn ich komme ihnen zuvor, werd dich auf Herz und Niere prüfen. Ja, ja, Bernie, für dich wird das hier kein Spaß. Gib mir den Cock in deinen Arsch für die Prostata-Massage. Gib mir den Cock in deinen Arsch für die Prostata-Massage. Noble Chap ist da. Woo. Dein Todestag ernaht. Ja. Noble Chap? Ist das der Typ, der immer an diesen Automaten in der Spielo gesessen hat? Mit diesem Stofftier oder was war das? Ja! Hab ja, Dope Parts am Start! Woohoo. Und der Opa beißt ins Gras! Hab Band! Du Hansohn! Rapper ohne Rückgrat, ey, ich geh in die Spielo und du zockst eine Runde Glücksrad, ey, yo, Band! Ja, das ist der. Ja, das passt ja. Bernd, du Hansohn! Dein Text, der ist echt tragisch! Klaus von Fanta 4 und übersetzt ihn! Gar nicht! Du wirst vielfach reduziert, doch ich find nicht, dass du texten kannst. Flow ist auch nicht wichtig, damals hieß es ja noch Sprechgesang. Keiner ist enttäuscht, denn du bist immer in der alten. Die Line war ja nicht schlecht. Damals hieß es ja noch Sprechgesang. Das ist, die Line ist nicht schlecht. Form immer in der alten Form, immer in der alten. Okay, ich komme grad in Fahrt, der ist unfassbar, dieser Sound. Ey, deine Witze haben einen Bart und deine Baskenmütze auf. Sieht man dich mal in der Bahn für einen Splash-Auftritt mit ab. Gib dir lieber seinen Platz und zieh dein Bärenticket ab. Du bist scheiße wie ein Softball, ich bin geil wie deine Tochter. Schon vergessen, dass du alt bist, dann beschreibe ich's dir nochmal. Mit Smudo wolltest du featuren, doch dein Part war ihm zu scheiße. Deine Schwester war Dina und dein Vater war die eine.
Schwester war die da und dein Vater war die eine. Nee, dann wer? Scheiße wie ein Softball, ich bin geil wie deine Tochter. Schon vergessen, dass du alt bist, dann beschreibe ich's dir nochmal. Mit Smudo wolltest du featuren, doch dein Part bei ihm zu scheiße. Smudo kann auch, der rappt auch überhaupt nicht gut. Deine Schwester war die da und dein Vater war die eine. Du fuhrst von Jam zu Jam und hattest Bars im Gepäck. Wolltest das Spotlight und hast dich bei deinen Parts angesteckt. Für jeden schlechten Flow am Mic gab's ein gratis Getränk. Und darum hast du gegen Wege auf der Straße gekämpft. Aufgrund deines Alters kommt der Untergrund näher, dass du hier weiterkommst. Wär das zweite Wunder von Bernd auf deine Alte. Das ist auch gut. Sage, bist du für die Szene hier nur Ballers? Will ich ein Opa von dem Mic hören? Dann geb ich mir kurz aber du bist alt, alt, alt. Deine Tage sind gezählt, du bist so alt, alt, alt. Ja, das sagtest du auch selbst. Aber wo ist jetzt der Diss? Ich peils dich platte. Naja, die damit verbundene VPD-Teilnahme. Bernd! Ich finde, Alter ist ja. Alter, also, wenn man jetzt. Wie alt ist er denn? 34 oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es geil, dass man mit 34 noch mit. Beim VBT mitmachen kann. Alter, guck dir mal Bushido an. Wie alt ist Bushido denn? Sido? Keine Ahnung, die droppen auch jedes Jahr ein Album. Und Kolle ist ja auch nicht viel jünger. Oder der, wie alt ist der denn? Der ist, wann ist der geboren? 84 oder so, Kollege? Ich weiß es nicht. Ich glaube irgendwie so 84 oder was. Dann ist der 5 Jahre älter als ich. Ich bin jetzt 28, dann ist der 33, 34, irgendwie sowas. Ja. Keine Ahnung, also ich finde das... Klar, so, die machen so beim VBT mit und sagen, ja, da machen nur junge Leute mit, weil das ist was für jüngere Leute. Aber ich finde es halt auch total normal, sag ich mal, dass man sich, wenn man doch Rapper ist, dass man dann auch mit 34 oder 35 oder mit 40 auch noch rappen kann. Das ist doch nichts, was man nur mit 20 machen kann, mit 16 oder von 16 bis, keine Ahnung, 25 und danach ist rum. Das ist ja kein Fußballsport oder irgendwie sowas. Das ist ja immerhin Rap und Musik und... Ich weiß jetzt nicht, ob er das nur darauf bezieht, dass man beim VBT mitmacht oder dass man halt auch rappt insgesamt. Vielleicht trennt er das ja auch. Das kann ich jetzt nicht sagen aus dem Text heraus. Er bezieht es jetzt erstmal nur aufs VBT. Aber ich finde, also keine Ahnung, ich hätte vielleicht mit 34 auch Bock, wenn ich die Zeit dazu hätte und die Motivation und wenig zu tun, dann würde ich da vielleicht auch noch mitmachen, wenn ich keinen YouTube-Kanal hätte und pipapo, andere Sachen. Dann würde ich es vielleicht auch nochmal mitmachen. Ist scheißegal, wie alt man ist, finde ich. Also ich finde, das ist nicht unbedingt schlimm, dass man alt ist und hier mitmacht. Ne? Was sagt ihr denn dazu? Findet ihr, man in dem Alter sollte man nicht mehr da mitmachen? Oder sagt ihr, nee, das ist scheißegal, man kann in jedem Alter da mitmachen? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ohne Scheiß jetzt. Ich lese gerne eure Kommentare. Ich bin gespannt. Toni, er ist stolz. Echt? Warum? Denn auch du hast keinen Erfolg. Aha. Du weißt nicht, wie man Banger macht. Nein. Deshalb machen wir den Penner platt. Wenn Bert der Hund mal wieder Geld für seine Kippen braucht, holt er für die Zahnfee einfach seine Dritten raus. Wichser, mach nicht auf Wichser. Grandmaster Flash, ja. Du bist Grandfather Wack. Oha. Oh, die Line war, oh, die war cringy. Oh. Oh. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, wie der Bernd ohne Namen auf diesem Beat rappt. Also, an sich war die Runde nicht so schlecht, aber er hat sich halt fast ausschließlich darauf bezogen, dass er alt ist. Ich meine, das haben wir schon in den zwei Runden hier ausgemacht. Da bin ich jetzt mal gespannt, was hier als Rückrunde kommt. Ob er da ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen kann? Allerhand andere. Ich probiere den K-Knopf aus. Übrigens nochmal danke für den Tipp. Das hat mich auch die Runde gerade irgendwie so ein bisschen erinnert an hier das Album von KZ hier, VSK, wo die wilden Kerle flowen. Ich weiß nicht, ob ihr das Album kennt, VSK, das ist KZ mit, wer ist denn noch dabei? Fork und noch so zwei andere. Und die haben so ein Oldschool-Hip-Hop 90er Album gemacht, aber halt komplett neu. Also nicht irgendwie was gecovert, aber irgendwie Styles von alten Liedern genommen und nochmal neue Lieder draus gemacht. Kann man vielleicht so sagen. Aber halt übelste Kanne ironisch. Richtig ironisch. Und das ist so lustig, das Album. Also ich finde es auch als Musik jetzt richtig cool. Also die Tracks an sich klingen auch cool, wenn man das Ironische jetzt weglassen würde. Selbst wenn es ernste Musik wäre, wären es trotzdem coole Tracks. Ich weiß nicht, ob ihr das Album mal gehört habt. VSK, wohl die wilden Kerle flowen mit KIZ. Gönnt euch das Album mal. Also ich musste richtig lachen, weil das irgendwie, weiß ich, die Tracks klingen auch so ähnlich. Richtig geil gemacht. Hört euch das mal an. Oh!
Ich war auch kurz. Lol, wer ist das? Von Verpeilen, leider steh ich unter Stress. Du machst für 100 Euro weiter und ich bleib für 100 Fans. Glaubst, deine Scheiße reicht, aber das wäre doch gelacht. Du wolltest ernsthaft nichts machen und hast nichts Ernsthaftes gemacht. Du hast mich kontaktiert, ich reagiert und du Panik gekriegt. Sorry, falscher Chat, das SOS war nicht an dich. Was ist das für Leute, Alter? Okay. Ich war auch kurz vorm Verpeilen, leider steh ich unter Stress. Du machst für 100 Euro weiter und ich bleib für 100 Fans. Glaubst, deine Scheiße reicht, aber das wäre doch gelacht. Du wolltest ernsthaft nichts machen und hast nichts Ernsthaftes gemacht. Du hast mich kontaktiert, ich reagiert und du Panik gekriegt. Sorry, falscher Chat, das SOS war nicht an dich. Recherche Level Sherlock, ja, das war ein Trauerspiel. Damals, als ich 4 war, 86, als die Mauer fiel. Das Datum ist bei vielen im Gedächtnis geblieben. Wie die Mondlandung 1906 oder 7. Zum Thema Job, der bei mir nicht Pfleger ist, hoffe ich bloß, dass du kein Geschichtslehrer bist. Ich wäre gerne. Okay. Das war eine ganz gute, war ein ganz guter Konter. Hier in einem Was ist das für Leute, Alter? Gedächtnis geblieben, wie die Mondlandung 1906 oder 7. Zum Thema Job, der bei mir nicht Pfleger ist, hoffe ich bloß, dass du kein Geschichtslehrer bist. Dieser Reim auch. Der bei mir nicht Pfleger ist, Geschichtslehrer bist. Ah. Ich wär gern Tony L, Junge, bleib vernünftig. Ich bin Mitte 30, keine 50. Doch bring die 90er zurück, Deutsch Rap DeLorean. Wenn ich Hausmeister wär, wärst du John Dorian. Deswegen sehen die alle so freakig aus. Hoffe ich zumindest. Ich hab auch nicht studiert, aber sprachlich geht's ein bisschen. Reicht, um Ärsche rauszukicken und ihre Tränen abzuwischen. Und was ist denn am Bärenticket? Bitte erklär mal kurz und schick ich lieber in dein Dorf, der klaut dir deine Bärchenwurst. Ja. Weiß ich nicht, ey, komisch gekontert. Rappers in just uploaded a video, ist mir egal, ich bin hier am gucken, Mensch. Find es schon ein bisschen komisch, jeder deiner Parts ist voll mit Homoerotik. Curtis blown, Cock in den Arsch, die ganze Schweinereien. Ich frag mal Falk, vielleicht ist noch ein Platz bei Reiben. Frei. Nobel Chef, zu sagen, dass Band kein Erfolg mehr hätte, kommt echt krass. Ich meine, gegen wen musst du grad nochmal battlen? Der Unterschied zwischen einem Aalmann und dir ist, dass du noch nicht mal deine Adlibs auf den Takt geschoben kriegst. Alter, Pete sieht aus wie ein Staubwedel. Ja, und wenn ihr für das Video wieder mal ein Double braucht, dann wird im Zweifelsfall der Hund verkauft. Ja, ey, macht hier nach wieder eure lächerlichen Streams, ja. Ey, denn ihr macht keine Banger, ihr macht Adlibs zu einem Beat. Dass du voll Idiot. Aber die Hook war cool. Also ich finde, seine Stimme passt richtig geil auf den Beat hier von Pete. Zu sagen, das Band komisch, jeder deiner Parts ist voll mit Homoerotik. Curtis blown, Cock in den Arsch, die ganze Schweinereien. Ich frag mal Falk, vielleicht ist noch ein Platz bei Reiben. Frei. Nobel Chef, zu sagen, das Band kein Erfolg mehr hätte, kommt echt krass. Ich meine, gegen wen musst du grad nochmal battlen? Der Unterschied zwischen einem Aalmann und dir ist, dass du noch. Finde ich auch cool, dass er jetzt nochmal Pete genommen hat. Der ja Nobel Chef rausgehauen hat, soweit ich weiß. Das finde ich dann, das finde ich ganz cool, wenn man so Hooks sogar noch mitkontert. Irgendwie ist das eine coole Sache. Nicht mal deine Adlibs auf den Takt geschoben kriegt. Ja. Und wenn ihr für das Video wieder mal ein Double braucht, dann wird im Zweifelsfall der Hund verkauft. Ja, ey, macht hier nach wieder eure lächerlichen Streams. Ja. Ey, denn ihr macht keine Banger, ihr macht Adlibs zu einem Beat. Dass du Vollidiot die Texte nicht kapierst, ich als kleines Lob. Auch der Rest ist nett von dir. Ich glaube, ich lasse es einfach so. Keiner ist enttäuscht, denn ich bin immer in der alten Form. Immer in der alten Form. Immer in der alten Form. Ich hab dir echt geglaubt. Lol, Digga, ist das, war das Ivo? Ich kapier's, ich als kleines Lob, auch der Rest ist. Wer ist das hier? Weiß ich nicht. Von dir, ich glaub, ich lasse. Ja, also, ey, macht hier nach wieder eure lächerlichen Streams, ja. Ey, denn ihr macht keine Banger, ihr macht Adlibs zu einem Beat. Dass du voll. Also, das ist Phoenix. Idiot, die Texte nicht kapier's, ich als kleines Lob, auch. Wer ist das denn? Weiß ich nicht. Der Rest ist nett von dir, ich glaub. Das ist, Heroes. Ich lasse es einfach so, keines. Wer ist das? Ich bin enttäuscht und ich bin immer in der alten Form. Immer in der alten. Wer ist das? Das ist Ivo, Alter. Das sieht man, das sieht an, an diesen traurigen, weinerlichen Augen. Ivo, was ist los mit dir? Ich hab dir echt geglaubt, in Sachen Lines hast du nichts drauf. Wer ist das? Und da packst du sowas aus. Ja, so. Wer ist das? Das ist Wandelbob. Fast bei dieser Sound. Du scheinst hier doch ein. Wer ist das? Krasser Texter zu sein. Wie soll ich das kontern, bitte etwa mit? Nein, Black Throne ist geil, darüber lässt sich leider streiten. Nein, ich sehe da wirklich keinerlei Gemeinsamkeiten. Und was hast du gegen Softbälle, Nutte? Das ist ein geiles Sportgerät, du elender Dulli. Yes, yo. Aber das ist. Also, Black Throne ist mit Abstand der größte Running Gag des diesjährigen Turniers. Also. Wirklich. Ohne Style, darüber lässt sich leider streiten. Nein, ich sehe da wirklich keinerlei Gemeinsamkeiten. Und was hast du gegen Softbälle, Nutte? Das ist ein geiles Sportgerät, du elender Dulli. Yes, yo, die beste Runde gegen mich war die vom Black Tro. Alle sagen das, dann bedienst du dich bei Presto. Sprechgesang, check. Wunder vom Bern, check. Du klaust dir deinen Text zusammen und er ist sehr wack. Dann komm.
Dieser Reim dann da, Wack auf Check, weiß ich nicht. Chap mit zwei schon recht open Lines, und weil er klingt wie du, hoffst du, dass die Juroren das nicht peilen. Ich greife mir auf der Straße, bekämpf den räudigen Verlierer, denn genau wie Vega ist auch er der Freund von einem Niemand. Ich bin Mitte. Okay, das ist wieder cool, wenn du sowas nimmst von Vega hier, Freude von Niemand. Und dann drehst du, dann bringst du das in dem Kontext mit einem Wortspiel und dann passt. Sowas ist eine gute Konterline. 30 wusste das, sag mal Junge, echt ich peitsch ich. VBT-Teilnahmen sind doch alt. Den kenne ich, das ist der Gordon. Das ist unabhängig peinlich. Anders als du, hab ich die Eier, zeig Gesicht und. Wer ist das? Solange 10 Leute feiern, mach ich mit. Arschmann, du Alter, bist der langweilig. Jetzt kommt Imp, Alter, Imp! Junge, echt ich peitsch ich. VBT-Teilnahmen sind doch altersunabhängig peinlich. Anders als du, hab ich die Eier, zeig Gesicht und solange 10 Leute feiern, mach ich mit. Das finde ich auch eine coole Aussage. So, am Anfang hat er es gesagt, dass er dass Alman für einen Huni mitmacht und Bernd halt auch für 100 Fans. Und er sagt halt, solange 10 Leute das feiern, macht er es trotzdem mit. Ich finde, das ist halt auch so eine geile Einstellung einfach. Wenn du sagst, okay, wenn es 10 Leute feiern, Alter, guck mal, er ist ja jetzt auch bis ins Achtel gekommen. So. Also, ich habe es auch nie geschafft, ins Achtel zu kommen. Und das ist schon eine Leistung, so weit zu kommen, finde ich. Und wenn man das mit 34, 35 oder mit 40 noch macht, ist doch scheißegal, Alter. Also ich finde das ist eine richtig gute Message einfach. Er sagt, solange das Leute feiern, mache ich mit. Solange ich Bock dran habe, mache ich mit. Und das ist nichts Schlimmes dran. Finde ich einfach, klingt vielleicht ein bisschen spießig irgendwie. Kann man vielleicht auch dissen, wie es Alman gemacht hat. Aber ich finde es einfach Real Talk. Jetzt bin ich mal gespannt auf Imp Übermensch, Alter. Jetzt geht's los. Arschmann, du Alter, du bist der langweiligste im VBT. Du bist maximal eine Hürde bei dem Schiff in Jolly Roger Bay. Du beugst für Arme, präsentierst uns die Fettdecke und wir Filme, wo RB Almans verrecken. Ja, was rappst du für ein Blödsinn? Im Norden kriegt man dich für ein paar Euro in einem Brötchen. Wir schmeißen... Im Norden kriegt man dich für ein paar Euro in ein Brötchen. Ich finde auch den Einstieg so geil mit dem Arschmann, Alter. Lass es nochmal hören. Du hab ich die Eier, zeig Gesicht und solange 10 Leute feiern, mach ich mit. Arschmann, du Alter, du bist der langweiligste im VBT. Du bist maximal eine Hürde bei dem Schiff in Jolly Roger Bay. Du beugst für Arme, präsentierst uns die Fettdecke und wir Filme, wo RB Almans verrecken. Ja, was rappst du für ein Blödsinn? Im Norden kriegt man dich für ein paar Euro in einem Brötchen. Wir schmeißen Alman raus wie die Prügel. Und Bernd ohne Namen ist im Viertel. Im Viertel. Okay. Also. Ich würde das Ding an Bernd ohne Namen geben. Ich fand die Hinrunde von Alman auf jeden Fall besser als seine Rückrunde. Ich fand aber die Rückrunde von Bernd auch besser als seine Hinrunde, aber ich fand die Hinrunde von ihm irgendwie auch besser als die Rückrunde. Also keine Ahnung, ich würde das ganze Ding insgesamt an Bernd geben. Also ich bin nicht so der Alman-Fan, weil ich dieses Rumgeschreie nicht so mag. Banger hin oder her. Es float schon ab und zu ganz cool und so, aber für mich klingt das irgendwie alles gleich und der Text kommt auch irgendwie ein bisschen zu kurz und er hat ihn halt auch nur gefrontet, weil er alt ist. Bernd hat es ganz gut gekontert, er hat dann auch nicht nur so gekontert, dass er ihm halt sagt, ja, du schreist nur rum auf dem Beat und pipapo, sondern er hat halt wirklich das genommen, was Alman gesagt hat, hat es ja relativiert, sage ich jetzt einfach mal, der hat gesagt, okay, ich bin alt, aber... So und so und so haben wir zur Genüge besprochen. Die Features waren echt cool. Pete hat richtig geil gerappt. Und Imp Hook war natürlich auch richtig cool. Ja, also ich würde das ganze Ding an Bernd ohne Namen geben. Und an sich war es ein ganz cooles Battle. Ich erhoffe mir aber noch ein bisschen Besseres aus dem Achtelfinale vom VBT. Ja. Gut. Ich will nicht zu lange labern. Wir haben schon eine halbe Stunde geredet. Ich hoffe, ihr schreibt fleißig Kommentare. Ich guck mal, was es noch so für Battles gibt, die ich mir noch reinziehen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und das spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.